Ein leiser Tag der Arbeit, aber auch ohne Großkundgebungen fordern die Gewerkschaften in der Corona-Krise Solidarität und Schutz für Arbeitnehmer ein. Der lange Weg zurück, wie Covid-19-Patienten nach künstlicher Beatmung mühsam wieder lernen müssen, selbst Luft zu holen. Musik für mehr Gemeinsamkeit. Die Berliner Philharmoniker machen aus ihrem traditionellen Europakonzert ein besonderes. Die Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen zum Nachrichtenüberblick an diesem 1. Mai. Nicht nur Unternehmen, sondern auch Menschen müssen vor dem Absturz geschützt werden. Mit diesem Appell ging der Deutsche Gewerkschaftsbund in den Tag der Arbeit. Weltweit ein Tag des Protests. In Zeiten von Corona ist aber eben auch der 1. Mai ganz anders. So nämlich nicht mehr. Das sind Bilder vom letzten Jahr. Aber wie kann man Solidarität fordern und auch feiern, ohne zusammenzukommen, wenn am Brandenburger Tor etwa kaum ein Mensch unterwegs ist? Die Gewerkschaften mussten improvisieren, im Netz und etwas auch auf der Straße. Henriette de Maizière berichtet. Solidarisch ist man nicht alleine. Das diesjährige Motto des 1. Mai. Doch an diesem Morgen sind es nur knapp 15 Gewerkschafter, die sich stellvertretend am Brandenburger Tor versammelt haben. Wir wollten den Platz halt nicht hergeben. Ist schon komisch, wenn man hierher kommt nach über 20 Jahren. Also jedes Jahr bin ich irgendwie mit dabei. Und wenn man hierher kommt und sieht dann auf der Anfahrt, dass überhaupt nichts los ist. Es schmerzt natürlich, dass die vielen Kolleginnen und Kollegen, von denen wir wissen, dass sie gerade jetzt dringend ihre Gewerkschaft brauchen, nicht hier sein können. Die Großveranstaltung des DGB zum 1. Mai heute per Livestream im Internet. Musik, Reden, Appelle, Präsenz zeigen. In guten sowie in schlechten Zeiten füreinander da zu sein. Solidarisch ist man nicht allein. In dieser schwierigen Situation ist die zentrale Rolle der Gewerkschaften sicherzustellen, dass die soziale Ungleichheit in dieser Krise nicht noch größer wird. Das ist uns zum Teil gelungen. Ich finde es richtig, dass das Kurzarbeitergeld angehoben wird. Den 1. Mai zu den Menschen bringen, auch ohne Demo. Rainer Perschewski ist Betriebsrat bei der Deutschen Bahn. Er fordert, Systemrelevanz braucht Tarifvertrag. Wir haben bei der Bahn zum Beispiel auch die Bahnreinigung. Und die gehört auch bei uns zu den schlechter bezahltesten Berufen. Von daher wäre meine konkrete Forderung, dass wir auch diese Dienstleistungsberufe, die bisher so nachrangig behandelt wurden, auch künftig besser betrachten und besser bezahlen. Der 1. Mai in der Krise und die Arbeit der Gewerkschaften gefordert, wie selten. In Berlin ist am Nachmittag ein Fernsehteam des ZDF angegriffen worden. Es hatte den Kabarettisten Abdel Karim bei einem Dreh für die Heute-Show begleitet. Der war offenbar bereits abgeschlossen, als eine größere Gruppe junger Erwachsener ohne Vorwarnung auf das Team einprügelte. Mindestens 5 Menschen wurden verletzt, meldet die Polizei. Sie nahm 6 Tatverdächtige fest. Abdel Karim war vor Ort, blieb aber unverletzt. Seit Jahren gehört er zum Team der Heute-Show. Der Programmdirektor des ZDF, Norbert Himmler, verurteilte den Angriff auf das Team. Viele europäische Länder lockern mehr und mehr ihre Corona-Maßnahmen. In Österreich etwa gelten seit heute praktisch keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Auch Deutschland geht einige, wenn auch sehr vorsichtige Schritte. Spielplätze dürfen wieder öffnen. Gleiches gilt für Zoos, botanische Gärten sowie Museen und Ausstellungen. Und Gläubige dürfen wieder Gottesdienste feiern, allerdings nur unter strengen Auflagen. Dominik Müller-Roussel berichtet. Abstand halten, sowohl vor als auch während des Gottesdienstes. Wo sonst 1000 Gläubige in der Basilika in Kevela die Eröffnung der Wallfahrtssaison feiern, können es dieses Jahr nicht mehr als 150 Menschen sein, um allen Sicherheitsregeln zu genügen in Zeiten von Corona. Die Krone dieses Virus ist eine Plage der Menschheit. Wie eine Dornenkrone hat sie sich auf unser Leben gelegt. Aber immerhin, die Kirchen dürfen wieder mit Leben gefüllt sein, nach 7 langen Wochen. Die Freude ist groß und dennoch herrscht Vorsicht und Verantwortungsbewusstsein bei den Menschen. Da brauchen wir eine gute Ausgewogenheit jetzt weiterhin und wahrscheinlich noch lange Zeit.
Die Sehnsucht nach Gemeinschaft war und ist groß, nach Halt und Trost in schwierigen Tagen. Erleichterung heute in Kiewela. Ich fand es schön, dass jetzt endlich mal wieder die Möglichkeit war, in der Basilika gemeinsam einen Gottesdienst zu feiern, dass die Pforte eben offen ist als Zeichen, es geht weiter. Es gibt ja auch für alle, die hier sind, ein gutes Gefühl, weil da eine Gemeinschaft da ist. Und genau das fehlt uns ja gerade. Und das macht ja die Zuversicht, dass es Schritt für Schritt immer besser werden wird. Die geöffnete Kirchenpforte, das Zeichen, dass die Marienwallfahrt und das geistliche Leben in diesem Jahr wieder weitergehen können. Die Hoffnung ist groß in Kiewela, dass es dabei bleibt. Und jetzt wieder der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es einen leichten Rückgang bei den Neuinfektionen. 1.500 Menschen haben sich neu angesteckt. Seit einer Woche ist dieser Wert täglich unter 2.000 geblieben. Zur Stunde sind mehr als 163.000 Infizierte durch Tests bestätigt. Davon gelten fast 127.000 Betroffene als genesen. 6.623 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Weitere interessante Fakten zum Coronavirus finden Sie jederzeit online in der ZDF-Heute-App. Zum Beispiel, wo steht Deutschland bei den Infektionszahlen im internationalen Vergleich? Oder wo haben sich hierzulande besonders viele Menschen angesteckt? Jeder Mensch reagiert anders auf das Coronavirus. Die einen merken gar nicht, wenn sie infiziert sind oder haben nur leichte Symptome. Andere kämpfen mit dem Tod und müssen über Wochen künstlich beatmet werden. Wie mühsam es ist, danach zu lernen, wieder selbstständig Luft zu holen, zeigen Gabi Hanelt und Torge Bode. Georg von Schwarzenberg hat das Schlimmste hinter sich. 3 Wochen wurde der Belgier hier in der Aachener Uniklinik künstlich beatmet. Es ging ihm so schlecht, dass er gleich intubiert wurde. Doch jetzt liegt er seit ein paar Tagen auf der Entwöhnungsstation. Hier lernt er wieder selber zu atmen. Ein anstrengendes Training. An der Luftzufuhr wird gespielt, mehr, weniger, in welchen Umständen hast du mehr nötig, in welchen anderen Umständen hast du weniger nötig. Und so versucht dein Körper sich wieder anzupassen. An die Zeit der künstlichen Beatmung kann sich der 56-Jährige nicht erinnern. Er lag im künstlichen Koma, wie viele andere Corona-Patienten auch. Die Entwöhnung von der Lungenmaschine geht nur schrittweise, weil die Muskulatur der Atmungsorgane erst wieder aufgebaut werden muss. Wenn ein Patient den ganzen Tag beatmet war, dann fangen wir an, manchmal mit wenigen Minuten den Patienten selbstständig atmen zu lassen. Und nach kurzer Zeit erschöpft sich der Patient dann und braucht wieder eine Unterstützung. Und diese Phasen des Selbstatmens, die dehnen wir langsam aus. Und so kommen wir dann irgendwann an den Punkt, dass der Patient vollständig selber atmet. Georg von Schwarzenberg macht dank eines großen Expertenteams gute Fortschritte. Wir brauchen viel mehr Personal noch als auf den normalen Stationen. Eine Psychologin, ein Sprechtherapeut, um den Schluckakt zum Beispiel wieder zu lernen und das Sprechen zu lernen. Wir haben hier doppelt so viele Physiotherapeuten wie auf normalen Stationen, um eben diesen wichtigen Schritt von der akuten Erkrankung weg von den ganzen Maschinen wieder auf die eigenen Beine und wieder zurück ins Leben zu kommen. Er hat es geschafft. Georg von Schwarzenberg kann schon wieder Nahrung zu sich nehmen. Und er freut sich bereits auf die Zeit danach. Jetzt die ersten Tage hier oder so ein Zeug, was mich wieder aufpäppeln soll. Aber ich freue mich schon auf das erste Bier. Und immer noch gibt es Streit darüber, wo das neue Coronavirus genau herkommt. US-Präsident Trump hat jetzt wieder China dafür verantwortlich gemacht. Das Virus stamme aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan. Damit widerspricht er seinen Geheimdiensten. China selbst sagt, das Virus sei in Wuhan auf einem Wildtiermarkt vom Tier auf den Menschen übergegangen. Solche Märkte sind mittlerweile verboten. Stefanie Schöneborn berichtet. Wer in Peking auf den Wochenmarkt geht, der wird viel frische Ware finden. Mitunter lebendig, nah und zum Anfassen, wenn der Kunde denn mag. Doch entgegen dem Klischee werden in Peking, wie im Großteil Chinas, keine Hunde oder Katzen zum Verzehr angeboten. Hunde und Katzen essen? Das geht nicht. Das sind Haustiere. Es gibt Regionen, da ist das eine Spezialität. Das ist eine Esskultur dort. Wir hier machen das nicht.
Und doch sind in manchen Städten und Provinzen Chinas Hunde und Katzen eine Delikatesse. Tierschützer beklagen seit langem den Handel, Verkauf und Verzehr von Haustieren und Wildtieren. Seitdem das Coronavirus in Wuhan auf einem Tiermarkt ausgebrochen sein soll, hat China den Verkauf von Wildtieren gänzlich verboten. Die Stadt Shenzhen geht noch weiter. Exotische Tiere und Haustiere dürfen nicht mehr verzehrt werden. Zugelassen sind nur noch 10 Tiersorten wie Rind, Schwein und Geflügel. Wir wissen aus den Erfahrungen mit dem Ebola-Virus und anderen Krankheitserregern, dass der Verzehr von Tieren, ob Haustiere oder Wildtiere, die Übertragungschance von Tier auf Mensch enorm steigert. Und deswegen ist im Sinne einer Kontaktunterbrechung oder Kontaktminimierung der Verbot von Verzehr, ob Haustier oder Wildtier, einleuchtend. In Wuhan stehen improvisierte Verkaufsstände derweil wieder dicht an dicht. Da werden auch wieder Frösche und Schildkröten verkauft. In Shenzhen ist das bereits verboten. In mehreren US-Bundesstaaten wächst seit Tagen der Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen. Dabei ist der Protest in Michigan jetzt fast aus dem Ruder gelaufen. Die Demonstranten drangen ins Parlamentsgebäude der Hauptstadt Lansing ein. Mehrere hundert und einige davon bewaffnet. Im Eingangsbereich forderten sie ein Ende der Ausgangsbeschränkungen. Nur wenige trugen einen Mundschutz. Zuletzt hatte Präsident Trump Aktionen gegen den Lockdown ausdrücklich unterstützt. Der demokratische Bewerber um die US-Präsidentschaft, Joe Biden, hat den Vorwurf eines sexuellen Übergriffes zurückgewiesen. Im US-Fernsehen äußerte er sich erstmals öffentlich. I'm saying unequivocally, it never, never happened. Es ist niemals, niemals passiert, so Biden. Eine Ex-Mitarbeiterin hatte gesagt, er habe sie 1993 sexuell angegriffen. Biden will im November bei der Präsidentschaftswahl gegen Donald Trump antreten. Zurück nach Deutschland. Es sei eine seltsame Atmosphäre, sagte heute Bundespräsident Steinmeier in der Berliner Philharmonie. In diesem wunderbaren Bau, wo sonst Gäste aus aller Welt zusammenkommen, so Steinmeier, ist es mucksmäuschenstill. Außer ihm war kein Publikum da, sondern nur einige wenige der weltberühmten Philharmoniker, um ihr Europakonzert zu spielen. Corona-bedingt eben ein bisschen anders als sonst. Sebastian Gorski. Mahlers Vierte mit Sicherheitsabstand. Und ohne Publikum. Beim diesjährigen Europakonzert der Berliner Philharmoniker dürfen nur 15 Musiker gleichzeitig auf der Bühne sein, statt des sonst so opulenten 128-köpfigen Orchesters. Corona zum Trotz, betont auch Bundespräsident Steinmeier in seinem Grußwort. Kunst und Kultur, die wir gemeinsam erleben können, das sind keine verzichtbaren Nebensachen. Das erfahren wir gerade in diesen Tagen wieder neu. Stärker als vielleicht sonst schätzen wir das, was wir vermissen. Kunst und Kultur sind eben in einem sehr buchstäblichen Sinn Lebensmittel. Eigentlich wollte heute Chefdirigent Kirill Petrenko die Philharmoniker in Tel Aviv zum Klingen bringen, im Rahmen eines Staatsbesuchs des Bundespräsidenten. Vor großer Kulisse, wie hier bei vergangenen Europakonzerten in Paris oder im norwegischen Røros. Die Philharmoniker stellen ihre Gagen der UNICEF-Nothilfe zur Verfügung und riefen auch die Zuschauer zu Spenden auf für Kinder auf der Flucht. Und gleich noch eine musikalische Spendenaktion, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. Queen hat We Are the Champions neu aufgenommen für, na klar, die Helden in der Corona-Krise. Schön.
Das Wetter Anfang Mai bleibt eher aprillig, zwischen Main und Donau länger sonnig, sonst sehr wechselhaft mit teils kräftigen Schauern, örtlich auch kurze Gewitter, bei lebhaftem Westwind 11 bis 16 Grad. Hier geht's gleich weiter mit Helden der Hauptstadt, Berlin zwischen Lockdown und Lockerungen, einer Reportage von unserem Kollegen Carsten Behrendt. Um 10 begrüßt Sie dann Christian Sievers im Heute-Journal. Danke sehr für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen trotz allem ein schönes Wochenende und sind morgen wieder da, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.